Ja, wir zeigen Zweientopf in der Galerie Zimmermann Kartuchwil. Zweientopf ist, darf man mal sagen, auch Eva Bichler und Gerhard Bichler. Also man kennt sie im Duo unter Zweientopf. Es ist eine große Freude, diese Ausstellung hier in der Galerie Zimmermann Kartuchwil zeigen zu können. Die Ausstellung dann heißt unter jedem Dach ein Ach. Und ich bin mir nicht sicher, ob der Ausstellungstitel jetzt hundertprozentig auf die Werke verweist, aber auf der anderen Seite verweist sie auf unsere Arbeitsweise, nämlich gern mit bestehenden Sachen zu arbeiten. Und in dem Fall ist das ja auch ein Zitat, das wir da verwendet haben für unsere Ausstellung. Und in Kombination mit einer Arbeit, die wir auch zeigen, hat es irgendwie einen Bedeutungswandel. Und ich glaube, dann hat schon sehr viel mit unserer Arbeit zu tun. Wir nehmen Dinge, die bestehen, sei es im öffentlichen Raum, skulpturale Sachen, sei es aus dem Baumarkt, kombinieren die irgendwie neu und versuchen neue Bedeutungen aus diesen banalen Dingen zu entlocken. Wir haben uns jetzt in dieser Ausstellung sehr stark eben mit so Skulpturen im öffentlichen Raum auseinandergesetzt, die aus der Kunst am Bau stammen, meist schon aus den 70er, 60er Jahren und die eigentlich mehr oder weniger, sag jetzt mal, ein trostloses Dasein fristen, weil sie eigentlich niemand mehr so recht beachtet, zumindest haben wir das Gefühl. Und wir haben jetzt da quasi Interventionen an diesen Skulpturen gemacht. Das ist irgendwie so eine Praxis, die wir über die letzten Jahre entwickelt haben. Also da gibt es schon ältere Arbeiten und eben jetzt für diese Ausstellung auch einiges Neues, wo wir eben in Graz unterwegs waren und eben verschiedenste Skulpturen quasi mit Zutaten versehen haben. Ja. Also die Ausstellung besteht aus zwei Teilen. Wir haben im ersten Teil, da beschäftigen wir uns sehr mit dem öffentlichen Raum, mit unserer physischen Umgebung. Genau, und im zweiten Raum geht es eher so um die metaphysische Dimension. Also das sind zwar Kreuze und das, man glaubt, es geht um katholische Kirche, aber tatsächlich geht es eher so für uns um bildtheoretische und metaphysische Zugänge zur Darstellung von etwas, was man auch nicht wahrnehmen kann. Ja. Die Arbeit heißt Wolke, aber wobei in der Fertigung alle Objekte nicht unbedingt wie Wolken ausschauen, sondern eher wie Assoziationen davon. Aber richtige Wolken schauen ja eigentlich auch nie aus wie Wolken, sondern immer wie was anderes. Das heißt, die heißt jetzt Wolke und Gesicht, in Klammern Gesicht. Aber was uns da wirklich interessiert, ist jetzt nicht diese bestehende Form in der Art und Weise, sondern sie ist ja mit Luft gefüllt und erschlafft dann auch immer wieder. Das heißt, die Skulptur bleibt irgendwie nicht fest und gefügt, sondern ändert sich ja jedes Mal über den ganzen Tag und man muss es mit eigener Kraft immer wieder neu aufblasen und die Skulptur quasi herstellen. Das heißt, der Besucher wird Teil vom Herstellungsprozess.